Und zurück zu Uncharted 4. So, wir stehen jetzt kurz vor dem Piratenanwesen, also von dem Piratenboss sozusagen. Und ich hoffe mal, dass der Schatz da drin ist. So, schauen wir mal, ob wir jetzt auch dahin kommen, weil da hinten sehen wir schon wieder Armeelastwegen und und. Mist, wie viele Leute hast du hergebracht? Sehr, sehr viele. So, schauen wir mal. Weiter geht's. Oh. Hey, hier ist was. Was passiert am Rücken? Gründer warnt, ich habe euch prompte Vergeltung versprochen. Da ihr von mir genommen habt, habe ich von euch genommen. Gezeichnet Gründer Baldridge. Alles klar. So. Sie waren beide hier? Ich denke mal, dass wir hier durch müssen. Wie kommt sie denn jetzt auf einmal her? Ach so, sie ist hart durchgesprungen. Ja, aber es ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann sehen wir uns um, okay. Da schaut es doch nicht schlecht aus. Mal hier vielleicht hoch. Nö. War klar. Okay. Mal schauen, wo es hier lang geht. Nate, hey, ich sehe da oben ein paar Kisten und Vorräte. Super, ich hole uns eine her. Okay. Na, komm hoch. So, wo sollten die runterschieben? Hier runter oder was? Ich schieb die einfach jetzt mal runter, weil es egal ist. Vorsicht da unten! Ich denke mal, wir würden es genau da reinspülen. Ah genau, die könnt ihr bestimmt mit dem Seil rausholen. So, gehen wir gleich hier hoch. Dann hängen wir das Seil ran. So, wo ist ein Kletterpunkt? Da, genau. Schieben Sie gerne mal hier ran. Ach dir. Madame? Ja, süß. Ich soll den König für dich spielen? Nein, ich wollte nur ein Gentleman sein. Ich will dich nur ein bisschen ärgern. Ja, aber Ärger hatte ich eigentlich so schon genug. Vielen Dank. Mei. Okidoki. Bist du okay? Ja. Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Tja,
wieder nass, müde, angeschlagen, ein bisschen hungrig, könnte was essen. Aber sonst geht's mir gut. Ja. Da sieht's doch gut aus, oder? Vom Klettern. Los, gehen wir weiter. Oder hier rein ins Haus oder sowas? Los, versuchen wir durchs Haus zu kommen. Ja. Okay. Geil gemacht. Richtig geil gemacht. Okay. So, oder la. Glaubst du, die Bürger haben hier alles geflutet? Und genug hätten sie ja gehabt. Oh, schönes Bett. Ich finde es lecker. Seltsam, dass alle Häuser unter Wasser stehen, außer einem. Avery's. Ganz genau. Ziemlich groß hier das Haus, das ist ja Wahnsinn. Ja, gehen wir mal durch den Kamin durch, ist ja wurscht. Oh, muss ich jetzt hier runter oder nicht? Ja, ich denke schon. Gehen wir mal runter. Durch. Ja. Okay. Wir sind am Anwesen. Jetzt bin ich aber gespannt, was uns jetzt hier wieder erwartet von den Gegner her. Okay. Schauen. Sehe ich jetzt nichts. Da ist ein offenes Fenster. Die Kanonen wurden anscheinend nachgerüstet. Ja, improvisierte Verteidigung. Sie hatten wohl nicht erwartet, gegeneinander zu kämpfen. Wohl nicht. Gegner sehe ich jetzt erstmal keine, aber hier sind hundertprozentig noch irgendwo welche. Oh, schöner Wasserfall. Das heißt wohl, wir müssen hier rein? Okay. Da hinten ist auf jeden Fall was. Oh. Die Strömung ist stark. Okay. Da komme ich so nicht lang. Okay, hier wäre was. Dann gehen wir hier hoch. What? Warte, ich drücke ihn runter. Toll, danke. Dann drück mal runter. Okay, probieren wir es nochmal. Yep. Sehr gut. Danke. Ist ein tolles Gegengewicht. Ich meine... Solltest du auch. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir uns da hinten hin. Okay. Etwas Wasser geschluckt. So. Jetzt müssen wir hier hochkommen. Sehr gut. Geschafft. Ich finde einen Weg für dich. Zu schwer. Ich schaff das nicht alleine. Okay. Na, wo ist sie denn?
Das sollte gehen. Okay, weg da! Ah, okay. Bitte. Okay, gut. So, dann schauen wir mal, ob wir den Schrank wegkriegen jetzt. Räumen wir das aus dem Weg. Ja. Statt sie auf die andere Richtung machen. Riesenwumme hinten drauf, der hätte zerschießen können, den Schrank. Sieh mal, Thomas Tews Siegel. Wir sind also in seinem Haus. Der zweite Mann. Wir arbeiten uns nach oben. Da gehe ich noch nicht rein. Ich schaue erstmal, ob es hier noch irgendwas gibt. Nö. Oh. Großer Gott. Das letzte Abendmahl. Na, willkommen auf der Party. Wir sind wohl ein bisschen spät. Hey, Nate. Sieh mal hier. Da ist noch ein Siegel. Oh mein Gott. Was? Sie sind's. Elena, diese Piraten sind die Gründer von Libertalia. Was zur Hölle ist hier passiert? Ich bin keine Pathologin, aber... Gift getrunken. Sagen, miese Drinks? Sieht so aus. Also was war das? So eine Art von reiche Piraten-Selbstmordkult? Nein, wohl kaum. Nicht diese Kerle. Im Namen von Lord Avery lade ich euch in mein Haus ein, morgen bei Sonnenuntergang. Die Zeit ist reif, um unsere Feindschaft zu begraben und uns zu vereinigen unter dem Banner Gottes und der Freiheit. Gezeichnet Thomas Tew. Wollen wir wetten? Thomas Tew, Henry Avery. Die Gastgeber haben sich wohl vorzeitig verabschiedet. Das war aber nicht sehr freundlich von ihm. Okay, also. Diese Kerle entfachen eine ausgewachsene Revolte, als sie den Schatz für sich beanspruchen. Mit den Siedlern werden sie fertig. Aber sie kämpfen auch noch gegeneinander. Und ich schätze, es wurde ungemütlich. Gut, Avery und Tew laden sie hierher ein. Und, wie war das, Feindschaften zu begraben. Um Feindschaften zu begraben. Avery, erhebt sein Glas. Für Gott und die Freiheit! Ahoi, Matrosen und so. Und sie alle trinken. Außer die beiden. Und einfach so sind alle Schätze von Libertalia im alleinigen Besitz zweier Männer. Das sind die größten Piraten der Geschichte. Und sie alle starben in einem Moment. Genau an diesem Tisch. Echt unglaublich. Ja. Es tut mir leid, tut mir leid. Ist okay. Tja, da unsere Gastgeber nicht mehr hier in Tews Haus sind. Besuchen wir doch mal Avery. Ja. Gehen wir. Du kommst gar nicht mehr zum Trinken hier. Voll lauter Spannung. So. Für die Nachwelt. Okay. Und weiter geht's.
Hier hoch. Langsam. Sei vorsichtig. Ja, wieder so klar. Bin okay. Ich hab's. Wir treffen uns oben. Hey. Hey. Geh hoch, Mitch. Ja, ich steck mit dir drauf. Passt. So. Schauen wir erst noch hier lang. Der Schnellladetruck ist noch da. Mehr Kanonen. Genau wie bei Tu's Haus. Das Gift ist wohl mächtiger als die Kanone. Was? Naja, schließlich vergiftete er dann Erde. Okay, dann geht's jetzt da weiter in der Höhle. Ja, ziemlich schlecht. Und wir sind ganz offiziell in Henry Averys Haus. Ja, da wir das Piraten waren, haben die schon ganz schön prunkvoll. Pompös. Pompös, ja. Warum hat der Thomas beste Wort, haben die ganz schön pompös gelebt. Rechte Hand? Ja, genau, das war er. Kannst du dir vorstellen, für einen Psychopathen zu arbeiten? Klingt nach meinem ersten Job. Was? Der Produzent eurer Show? Nein, mein Manager bei Macho Nacho. Du warst mal bei Macho Nacho? Es war ein Highschool-Job. Hattest du auch so einen Hut? Der Punkt ist, mein Chef war ein paranoider Psychopath. Er war der Manager von einem Macho Nacho. Hör auf jetzt, okay? Okay, hier sind wir gekommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier runter. Okay, so eine Art Haupthalle hier. Da, Shoreline hat die Haustür versperrt. Mhm. Und sie haben Fußspuren hinterlassen. Mal sehen, wo sie sind. Hey, na bitte. Okay, gibt es ziemlich viel Munition wieder jetzt. Ich denke, dass bald ein Kampf kommen wird. Frag ich mich auch. Wir müssten sie doch schon gefunden haben. Glaubst du, es sind Geister der Piraten? Man sollte eigentlich nicht. Ich würde eigentlich hier so rüber klettern. Nein, ich will nicht hoch. Schauen wir nochmal. Das haben wir schon unter. Was ist hier? Oh. Shoreline war hier. Hier müssen ja nur die Fußspuren folgen, oder? Und sie haben Fußspuren. Elena, sieh mal hier. Die Spuren führen durch diese Tür. Mal auf. Mist, sie wird von der anderen Seite blockiert. Warum einen Weg blockieren? Es sei denn... Sie haben was gefunden. Okay, hilf mir, sie aufzudrücken. Ja. Nein. Oh Mist! Thank you.
rüber. Wie sie mal herkommen auf einmal. Nein, oh mein. Muss ich den Scharfschützen oben aufpassen. Sieben Schuss. Nee. Yeah, baby. Das ist ja auch. Scheiße. Boah. Hey. Ja, sie haben uns in einen Hinterhalt gelockt. Okay, ich würde sagen, sammeln jetzt noch die Munition ein. Mal sehen, was wir nicht finden sollten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns aber erst in der nächsten Folge wieder. Ich sammle schon mal die Munition ein. Und in der nächsten Folge dann seht ihr dann auf jeden Fall, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß. Servus, euer Andi.